Es wurde ein brandneuer Glitch gefunden, mit dem wir alle endlich jetzt sofort auf allen Konsolen und allen Spielversionen das OP Master Schwert mit unendlich Haltbarkeit relativ leicht bekommen können. Schmeißt euer popeliges Master Sword in die Tonne, das Ding macht über 800 Schaden, geht nie kaputt und ihr könnt es immer bei euch tragen. Mir egal, wie unerfahren ihr seid, ihr bekommt jetzt alle die coolste Waffe in diesem Spiel. Oh mein Gott, wie viel Schaden macht das? Hä, ist ja einfach praktisch Two-Hit. Oh, wer das Schwert nicht hat, dem kannst du wirklich nicht mehr helfen. Erstens, Vorbereitung. Okay, was brauchen wir denn überhaupt, um den Glitch durchzuführen? Dafür brauchen wir nicht viele Dinge und ich sage es euch gleich von Anfang an und das ist das Besondere an diesem Glitch und warum ich mich dazu entschlossen habe, den für euch überhaupt aufzunehmen. Er sieht für die meisten sehr schwer aus, ist in Wirklichkeit aber relativ fix und vor allem auf der einfacheren Seite aller Glitches, das kriegen alle von euch hin, hundertprozentig. Ihr müsst dafür alle vier Quests der Völker mit ihren jeweiligen Dungeons abgeschlossen haben und die Quest mit Phantomgarnon in Schloss Hyrule noch nicht beendet haben, da wir den Endfall dort brauchen. Dann braucht ihr einen Ventilator und dann entweder noch einen Ventilator, einen Sonar-Kochtopf oder eine große Batterie. Wichtig zu erwähnen, mit dem Ventilator geht es am schwersten, also nehmt am besten einen Kochtopf oder die Batterie. Weiterhin könnt ihr sehr gut Falkengleiter benötigen. Die sind zwar optional, kann ich euch aber sehr stark ans Herz legen, warum werdet ihr später sehen. Dann braucht ihr noch ein paar Waffen, da wir ein bisschen kämpfen müssen. Mindestens zwei Schilde, hierbei ist es vollkommen egal welche, kann wirklich sogar ein Kochpot sein, Hylia-Schild, vollkommen egal. Genug Bögen, damit wir drei Elektrowürmer besiegen müssen. Die kommen nämlich später. Die müssen wir nur mit Bögen besiegen. Also packt euch genug ein. Natürlich das Master Sword, denn das müssen wir umwandeln. Und wenn ihr auf der Version 1.2.0 oder 1.2.1 spielt, brauchen wir noch ein paar Steuerungseinheiten. Es sind nur ein paar, vielleicht so sieben. Und die Erinnerungsfunktion auf dem Pura-Pad. Um herauszufinden, welche Version von TOTK ihr überhaupt habt, geht einfach im Home-Menü auf eurer Switch auf das Feld von TOTK und klickt dann Plus. Unter dem Namen des Spiels seht ihr dann auch eure Version. Bei mir ist es die 1.2.1 und damit die neueste Version. Doch bevor wir mit dem Glitch fortfahren und wir uns gemeinsam das beste Schwert in diesem Game besorgen, muss ich den Moment nutzen, denn ich habe jetzt die Aufmerksamkeit von jedem von euch und das ist wichtig und zwar für uns alle. Ich weiß, die neue Welt ist schwierig. Arbeit am Computer, Freizeit am Computer, Hacks, mittlerweile sogar Hausaufgaben am Computer. Ihr seht also schon, das ist ein Problem, das uns alle betrifft und FlexiSpots Produkte sind die perfekte Lösung. Mit ihren höhenverstellbaren Schreibtischen, wie zum Beispiel meinem Klasse E7 Pro könnt ihr endlich euren buckeligen Exalfos-Rücken entlasten. Ich meine, ernsthaft jetzt, so dürfen wir doch nicht aussehen. 63,5 bis 128,5 cm Reichweite an Höhenverstellung, egal ob Mini oder wie ich mit 1,95 m riesig, jeder findet seine optimale Höhe. 160 kg Traglast, da passt alles drauf, das Ding fährt immer noch geschmeidig und schnell auf und ab und wackelt nicht. Das geilste am Ganzen ist aber die Memory-Funktion. Wenn ihr so wie ich mehrere Höhen braucht, könnt ihr sie am Tisch einfach speichern, kein Witz. Voicelines aufnehmen? Kein Problem, hoch. Anime gucken und dafür die perfekte Höhe zu eurem Bett immer haben wollen? Auch kein Problem. Einfach auf einer anderen Zahl speichern und los geht's. Es ist ungelogen so praktisch, ey Freunde, da ist sogar ein USB-Anschluss dran, wenn ihr wie ich keinen Platz an eurem PC mehr habt. Was soll ich euch da noch sagen? Das Antikollisionssystem erkennt Objekte wie euren Stuhl und fährt bei Druck automatisch zurück und eine Kindersicherung gibt es auch noch bei Bedarf. Wenn ihr dann doch mal bequem sitzen wollt, dann gibt es noch unfassbar angenehme Stühle wie meinen BS12 Pro. Da kannst du stundenlang drauf zocken, auch einfach mal zurücklehnen, atmungsaktiv, verstellbare Armlehnen, wirklich geil. Ihr bekommt 10 Jahre Garantie, 60 Tage Rückgaberecht, aktuelles Sale mit bis zu 50% Rabatt und mit dem Code BD30 könnt ihr euch zusätzlich 30 Euro bei einem Einkauf von 300 Euro sparen. Aktuell ist wirklich perfekt, um das Ganze zumindest einmal zu testen und ich meine es ernst, ihr habt nur eine Gesundheit, die euch geschenkt wurde. Ich sehe es bei meiner Verwandtschaft, weg ist weg und kommt auch nicht wieder. Wichtiges Thema, das ich mal aufgreifen wollte und mit den Links in der Videobeschreibung kommt ihr zu den Produkten. Fettes Dank an FlexiSpot für Sponsoren des Videos und jetzt zurück zum Glitch. Der Himmel Arsch und Zwirn ist die Auflösung auf dem Handheld-Mode Kacke. Zweitens, Erstellung eures OP-Schwertes. Beginnen wir nun mit dem Glitch. Als allererstes, falls ihr das noch nicht gemacht habt, müsst ihr zu Pura am Spähposten gehen und mit ihr reden. Jetzt spielt eine Cutscene, in der sie euch anweist, mal ins Schloss Hyrule zu gehen und euch umzugucken. Perfekt, danach könnt ihr auch schon auswählen, welches Masterschwert ihr haben wollt, denn ja, die Stärke richtet sich auch nach eurer Fusion. Um genau zu sein, macht dieser Glitch nämlich nichts anderes, als eurem Masterschwert unendlich Haltbarkeit zu geben und es addiert bei jedem Schlag den Crit-Schaden hinzu, den eine Waffe
er sonst nur bei seinem letzten Schlag hat. Das ist auch der Grund, warum diese Waffe so OP ist. Die Grundwaffe bleibt die gleiche. Empfehlen kann ich euch hier entweder den Moldura-Kiefer und dann spielt ihr die Knochenrüstung. Wenn ihr dann nämlich ein Level 3 Angriffsgericht rockt, dann macht das Schwert ungelogen 496 Schaden pro Schlag. Oder, und das ist die beste Alternative, ihr fusioniert ein Frostkriakorn daran, denn das macht mit einer Attack Armor oder einem Angriffsessen vollkommen egal, 270 Schaden pro Schlag und 810 Schaden jeden zweiten Schlag, da der Eiseffekt noch dazu kommt und euren Damage verdreifacht. 270 mal 3 sind 810 und somit ein Durchschnitt von 540 Schaden pro Schlag. Aber keine Sorge, wenn ihr euch noch nicht entscheiden könnt oder das gewünschte Item nicht habt, könnt ihr es nach dem Glitch auch jederzeit wieder ändern. Jedenfalls fusionieren wir jetzt bitte irgendein Item an das Master Sword, vollkommen egal welches. Solltet ihr schon ein Item dran haben, dann macht das bitte jetzt im Inventar weg und euer gewünschtes Item neu ran. Das zu erklären wäre schwierig, also vertraut mir einfach und macht eine neue Fusion dran. Jetzt springen wir so lange auf der Stelle und schlagen das Master Sword kaputt, bis diese Meldung hier kommt, die uns sagt, dass das Master Sword in 3 Schlägen kaputt geht. Jetzt einmal speichern und dann noch 2-mal schlagen, damit genau 1 Haltbarkeit übrig bleibt. Das machen wir, damit wir später bei jedem Schlag auch den Crit-Bonus-Schaden bei unserem OP-Schwert kriegen. Um sicher zu gehen, dass ihr bis hierhin alles richtig gemacht habt, nochmal speichern und schlagt jetzt nochmal. Wenn es jetzt kaputt geht, super, alles richtig gemacht und den neuen Speicherstand von eben, wo es noch 1 Haltbarkeit hatte, bitte laden. Lasst mich euch jetzt hier auch nochmal ganz deutlich sagen, wie es ist. Das hier ist ein Glitch, es könnte also theoretisch alles passieren. Es wurde zwar schon von tausenden Menschen benutzt und alle sind glücklich damit, aber sollte irgendetwas schief gehen oder ihr habt einfach mittendrin keinen Bock mehr auf diesen Glitch, dann bitte, 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 bitte schließt euer Spiel auf der Switch, öffnet es neu und ladet erst dann genau diesen Spielstand, den wir gerade gemacht haben, wieder rein. So kann euch nichts passieren. Drittens, der Glitch beginnt. Super, damit ist das Schwert auch schon fertig und jetzt kommt der eigentliche Glitch-Prozess. Als erstes teleportieren wir uns ganz einfach und gemütlich zum Schrein nordöstlich vom Schloss. Der Serutabumak-Schrein oder so. Solltet ihr den noch nicht freigeschaltet haben, dann nutzt den Turm im Spähposten, um zu ihm zu fliegen und aktiviert ihn. Einfach kommt ihr dorthin, wenn ihr in der Luft einen Falken benutzt. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich gesagt habe, dass die sehr helfen können. Wenn ihr in der Luft seid, einfach stillstehen, Inventar öffnen, einen Falken auswählen, nach vorne jetzt den linken Laufstick drücken und dann das Inventar mit B schließen. Schwupps, wir sind drauf. Dort angekommen, startet eine Quest, in der Zelda euch sagt, dass ihr sie an bestimmten Punkten im Schloss suchen sollt. Bevor wir das aber machen, lauft ihr gerade vom Schrein weg, also vorwärts zu dieser Wand hier und nutzt den Deckensprung. Dann durch das Meer erstmal durch in den Thronsaal rein und links die Treppe hoch. Denn hier gibt es einen Speer, den wir für später brauchen. Theoretisch geht auch jede andere Waffe, ja, aber wir nehmen diesen Speer hier. Jetzt aber Vorsicht und zuhören, ich will später keinen sehen, der sagt, er wusste das nicht. Diesen Speer nutzen wir nicht im Kampf, der darf nicht kaputt gehen. Danach folgen wir Zeldas Anweisungen und folgen ihr zu den Punkten im Schloss, die auf eurer Karte markiert sind. Das bekommt ihr ehrlich gesagt alleine hin und besiegen die ersten 5 von insgesamt 6 Monstergruppen, die überall im Schloss verteilt sind. Keine Sorge, die sind auch nicht schwer, könnt ihr ganz normal bekämpfen, aber nicht das Master Sword, nicht den Speer benutzen und ja einfach ein paar Bögen übrig lassen. Dann bei der 6. und letzten Monstergruppe angekommen, in einem engen Gang, spawnen 3 Elektro-Raubschleime. Die dürfen wir jetzt auf gar keinen Fall töten, ansonsten haben wir die Quest zu weit gemacht. Stattdessen machen wir jetzt noch ein letztes Setup und danach sind wir auch schon so gut wie fertig. Viertens, Hauptteil des Glitches. In dem Hauptteil müsst ihr unterscheiden. Habt ihr die Version 1.2.0 oder 1.2.1 so wie ich, dann macht ihr eine andere Methode als die von euch, die eine beliebige Spielversion darunter haben. Also 1.0.0, 1.1.0, 1.1.2, völlig egal. Fangen wir mit denen von euch an, die auf der Version 1.2.0 oder 1.2.1 spielen. Alle mit der Version 1.0.0 bis 1.1.2, bitte spult sie dir auf dem Screen angegebenen Zeit im Video vor, denn dort geht es für euch weiter. Für alle mit 1.2.0 und 1.2.1, ihr geht in den Keller vom Spähposten und dann durch das Loch in der Wand. Da kommen jetzt 2 Gabelungen, doch wir halten uns immer links, bis wir auf einen Raubschleim stoßen. Vor ihm einmal speichern. Was wir jetzt machen, wird Control Stick Kall genannt und ja, das klingt super kompliziert, ist aber wirklich billig. Hier, ich zeig's euch. Positioniert euch in dieser Distanz vor dem Schleim und holt eine Lenkeinheit raus und stellt euch so hinter sie, dass ihr mit A aufsteigen könntet. Der Raubschleim wird euch jetzt seinen Ball zeigen, dann 5-mal pulsieren und direkt nach dem 5. Mal drückt ihr dann A zum Aufsteigen. So sieht das Ganze normal aus und so in Slow Motion. 1, 2, 3, 4, 5 und A. Das war's dann auch schon. Wenn ihr es richtig gemacht habt, dann bleibt die Kamera, wo sie war und Link und das Gerät wurden aufgegessen. Jetzt wird der Raubschleim nochmal attackieren, obwohl da nichts mehr steht? Ja, Freunde, das soll so, denn jetzt spuckt er euch wieder aus. Während wir im Mund waren,
Sparen einfach nichts drücken. Für den Fall, dass es bei euch nicht funktioniert hat, dann probiert das einfach nochmal. Vor den Schleimstellen, Lenkeinheit raus, fünfmal posieren und rein da. Keine Sorge, das Timing ist nicht schwer, aber man muss einfach erstmal reinkommen, geht allen so. Hat das bei euch erfolgreich geklappt, dann laufen wir jetzt den gleichen Weg zurück, den wir auch gekommen sind. Euch wird vielleicht auffallen, dass ihr mit L euer Fähigkeitenrad nicht mehr bedienen könnt. Das ist gut, um das zu fixen, holen wir simpel einfach noch eine Steuereinheit raus, stellen uns drauf, steigen wieder ab, jetzt klappt es wieder, wir wählen Deckensprung aus und steigen nach oben wieder auf die Erdoberfläche auf. Oben angekommen fällt dann schnell auf, dass Link unsichtbar ist und ihr kaum was drücken könnt. Sollte das bei euch der Fall sein, dann Gratulation, ihr habt bis hierhin alles richtig gemacht. Jetzt machen wir noch ein Fuse Entanglement, was nicht super einfach ist, aber um Gottes Willen auch weit weg von schwer. Danach sind wir im Prinzip mit, in Anführungsstrichen, schwierigen Sachen auch schon durch und müssen nur noch zu bestimmten Punkten stumpf laufen und dann ist der Glitch auch schon geschafft. Für das Fuse Entanglement öffnet ihr euer Inventar, holt einen Ventilator raus und einen nicht fusionierten Schild. Wenn ihr nur fusionierte Schilde haben solltet, auch kein Problem, Fusion im Inventar einfach entfernen, Schild ausrüsten und das Inventar verlassen. Jetzt drückt L und rüstet die Zeitumkehr aus, drückt Minus, um zur Karte zu kommen und dann nach ganz links zu den Erinnerungen und schaut eine Erinnerung. Hier ist es sowas von egal, welche Erinnerung das ist und ja, ihr dürft sie mit Plus auch sehr gerne überspringen. Okay, super, jetzt landet ihr wieder im Menü. Der schwierige Part in Anführungsstrichen, der jetzt kommt und dann steht euch und eurem OP-Schwert keine Herausforderung mehr bevor, ist, wenn wir gleich B drücken zum Inventar verlassen, wird die Zeitumkehr noch an sein. Ihr habt dann unter einer Sekunde Zeit, um L für euer Fähigkeitenrad zu drücken und ja, das hört sich sehr hektisch an, aber so krass ist das auch nicht, in dem Menü nach unten zur Synthese zu gehen und dann mit ZL den Ventilator an eurem Schild zu fusionieren. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann wird der Ventilator, so wie bei mir, zu euch rangezogen und ihr seid unsichtbar. Das war's schon. Sollte das bei euch nicht geklappt haben, dann müsst ihr es nochmal probieren. Legt einen neuen Ventilator vor euch, wieder L für Zeitumkehr, wieder eine Erinnerung schauen, ich habe es euch ja gerade gezeigt. Habt ihr es geschafft, dann teleportiert euch zum Spähposten und geht wieder zu dem Ventilator und fusioniert ihn an euren Speer, den wir vorhin zusammen geholt hatten. Spult jetzt bitte zur angegebenen Zeit im Video vor, denn dort trefft ihr euch wieder mit den anderen Leuten, die eine ältere Version haben, denn dort geht es jetzt wieder zusammen weiter. Jetzt für alle mit Version 1.0.0 bis 1.1.2. Lasst mich euch gleich verraten, ihr habt es viel einfacher, denn ihr müsst nur das Standard-Fuse-Entanglement machen, aber psst, kein Wort zu den anderen. Auch für euch, Fuse Entanglement, was wir jetzt machen, ist das letzte, in Anführungsstrichen, schwere, das wir machen und danach müssen wir nur noch kurz Sturm rumlaufen und dann sind wir auch schon fertig und haben ein OP-Schwert, aber ganz ehrlich, mein 10-jähriger Cousin schafft das Entanglement, kein Witz. Holt ganz simpel einen Ventilator raus und rüstet einen unfusionierten Schild aus. Solltet ihr nur fusionierte Schilde haben, dann kein Problem, einfach Fusion im Inventar entfernen. Jetzt rüstet das Synthese-Tool aus und richtet es auf den Ventilator. Jetzt wollen wir L für das Fähigkeitenrad drücken, doch kurz bevor es sich öffnet, drückt noch flott ZL, damit der Ventilator an den Schild fusioniert wird. Jetzt lasst L los und spammt die linke Pfeiltaste auf dem D-Pad, bis das Schildmenü erscheint. Bei eurem ausgerüsteten Schild wird keine Fusion angezeigt, obwohl wir gerade den Ventilator reingefused haben? Was ist das denn? Keine Sorge, Freunde, genau so muss das. Super. Für alle von euch, wo doch eine Fusion bei dem Schild angezeigt wird, dann war euer Timing einfach etwas schlecht. Versucht es nochmal. Ventilator wieder rausholen, so wie ich es eben gezeigt habe. Ist übrigens auch überhaupt nicht schlimm, wenn man mehrere Versuche braucht. Wie dem auch sei, wenn es bei euch geklappt hat und keine Fusion im Schildmenü angezeigt wird, dann wechselt zu einem anderen unfused Schild und lasst das D-Pad los. Was jetzt nämlich passiert ist, dass der Ventilator sich fusioniert, aber gleichzeitig irgendwie runterfällt. Diesen Ventilator fusionieren wir nun an den Speer, den wir uns vorhin zusammen geholt haben und fertig. So Freunde, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo beide Gruppen zusammen sind, alle einen Ventilator an ihrem Speer haben und wir gemeinsam fortfahren. Lasst mich euch verraten, wir sind praktisch fertig und müssen nur noch ein bisschen laufen, dann gehört das OP-Schwert endlich uns. Bevor wir jedoch loslaufen, noch kurz eine Sache. Geht bitte in die Mitte vom Spähposten und schmeißt euren eben fusionierten Ventilatorschild in den Keller. Keine Angst, wenn der Ventilator am Schild unsichtbar ist, wenn ihr ihn rausholt, das ist okay. Lauft jetzt ein paar Meter von der Mitte weg, bis der Ventilator auf der Lanze auf eurem Rücken unsichtbar wird. Jetzt einmal den Y-Knopf für den Angriff drücken, damit ein Windstoß kommt. Geht nun wieder zurück zur Mitte, bis der Ventilator an der Lanze wieder erscheint und euch sollte auffallen, dass er dauerhaft pustet, obwohl eure Batterie nicht verbraucht wird. Perfekt, springt jetzt noch schnell in den Keller, hebt euren Schild auf und klettert per Leiter wieder zurück nach oben. Und jetzt Mund halten und zuhören, aber
wirklich wichtig jetzt, ich schwöre es euch, zuhören, ansonsten werdet ihr es bitter bereuen. Ab jetzt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es euch wieder erlaube, nicht mehr ZL oder Y drücken, mit anderen Worten den Speer oder Schild auch nur in irgendeiner Art und Weise benutzen. Des Weiteren nicht, ich wiederhole, nicht teleportieren und auch nicht eure Waffe mit dem Schnellmenü oder normalen Menü ändern. Habt ihr verstanden? Wenn ihr das doch machen solltet, dann bricht das Fuse Entanglement ab und wir müssen alles nochmal von vorne machen, das gesamte Video. Doch ihr müsst euch nicht wuschig machen, solange ihr dem folgt, was ich euch sage, kann nichts schief gehen. Wirklich, wenn jetzt es überhaupt noch jemand schaffen sollte, nachdem ihr die Ansprache gehört habt, überhaupt noch einen der Knöpfe zu drücken, wäre ich überrascht. Das ist ja nun wirklich nicht schwer, die Finger davon zu lassen und meinen Anweisungen zu folgen. Und ich gebe zu, ich sage sowas schon immer sehr leicht energisch und aggressiv, aber das mache ich nur, damit ihr für euren Einsatz auch euer gewünschtes Resultat bekommt. Und ich sage mal so, die Geschichte und all die Glitches, die ich bisher schon gezeigt habe, mit den Aufrufszahlen geben mir wohl recht, wenn ich sage, dass ihr mir euer Vertrauen schenkt und ich euch deswegen nicht enttäuschen will. Fünftens, Endteil des Glitches, in Klammern, fast fertig. Jetzt zum Ende müssen wir nochmal zu Schloss Hyrule. Da wir uns in diesem Zustand aber nicht mehr teleportieren dürfen, nutzt den Turm und dann in der Luft einen Falkengleiter, um zum Schloss zu kommen. Dort im Thronsaal müssen wir noch flott Gas Warping aktivieren, was so billig ist, dass du es hinterhergeworfen bekommst. Geht bitte die Mitte des Thronsaals, wichtig die Mitte, und hier kommt unser Kochtopf, die große Batterie oder eben, ja, noch ein Ventilator ins Spiel, wobei es mit der Batterie und dem Kochtopf leichter ist. Holt euer gewünschtes Objekt raus, wählt den Deckensprung aus, hebt euer Objekt hoch und nutzt dann den Deckensprung da rein. Das hört sich jetzt vielleicht etwas doof an, aber wenn ihr in dem Objekt drinne seid, dann nix drücken, einfach so 7 Sekunden oder so chillen und dann mit B zurück und nicht A, um oben rauszukommen. Alternativ, wenn ihr das mit der Batterie und Co. nicht machen wollt, dann holt einen weiteren Falkengleiter raus, hebt ihn mit der Ultrahand hoch, haltet ihn ein paar Sekunden lang in der Luft, legt ihn ab, nutzt die Zeitumkehr und geht dann mit dem Deckensprung in ihn rein. Auch hier wieder ein paar Sekunden halten und dann mit B zurück raus. In beiden Fällen müsste links unten ein Autospeicher kommen, das ist essentiell, also kontrolliert das bitte. Für den Fall, dass bei euch da kein Autospeicher kam, dann hebt das Objekt nochmal hoch und wartet diesmal etwas länger, bis ihr B drückt. Dass wir das hier im Thronsaal gemacht haben, sieht vielleicht unbedeutend aus, ist tatsächlich aber unabdingbar, weil das gleich dafür sorgen wird, dass wir hierhin zurücktippet werden, aber merkt ihr gleich selber. Supi, jetzt gehen wir noch zu der sechsten und letzten Monstergruppe von Zelda vom Anfang des Videos und besiegen die drei Elektro-Raubschleimer. Achtung, erinnert euch, ihr dürft keinen Schild und keine Waffen nutzen. Deswegen habe ich euch am Anfang des Videos gesagt, dass ihr ein paar Bögen brauchen werdet. Fetzt die jetzt weg. Meinetwegen könnt ihr auch gerne eure Sages nutzen, aber das würde ich vorsichtshalber wahrscheinlich eher lassen. Wenn wir das geschafft haben, möchte Zelda von uns, dass wir sie im Thronsaal besuchen, was unser letzter Step ist. Doch davor kommt noch der vorletzte und zwar müssen wir vorher noch zum Nubby Lake hier unten in Zentral Hyrule. Na gut, bisschen östlich ist es schon. Again, wir dürfen nicht porten, also fliegt am besten mit einem Falkengleiter vom Schloss zum Spähposten, dort mit dem Turm hoch und dann mit einem neuen Falken zum Nubby Lake. Ihr könnt selbstverständlich auch ein Autobildflugzeug nehmen, laufen oder euer Pferd. Dort angekommen findet ihr eine Frau mit einem Plüschtierkarren. Ey, frag gar nicht weiter. Sprecht die Frau an, akzeptiert alles und helft ihr, die Plüschtiere aus dem Wasser zu ziehen. Na gut, nicht ganz, unser Ziel ist es, so schnell wie möglich zu ertrinken. Ihr müsst euch hier nicht hetzen, aber solltet schon etwas schnell sein. Jetzt kommt ein Black Screen, der auch etwas länger dauern kann und dann, tada, spawnen wir im Thronsaal bei Zelda, als wären wir normal in den Raum reingelaufen. Deswegen auch das mit dem Topf in der Mitte vom Saal. Nur, dass der Minigame-Zeit-Counter und der Plüschtierzähler noch im Screen sind. Sieht scuffed aus, ist es auch. Ihr überspringt jetzt gerne noch die Cutscene und der Fight gegen Phantom Ganon beginnt. Sofern der Fight startet, werdet ihr von einer Textbox unterbrochen, die sagt, dass ihr weg seid. Ja, das ist doch allen Ernstes die Frau beim See, die hier quer durch das Land schreit. Klickt jetzt einfach bei den Antwortoptionen darauf, dass ihr das Minispiel beenden wollt, dann nochmal bestätigen und das Screen wird schwarz. Wenn ihr wieder was seht, seid ihr im Kampf gegen Ganon. Die Unterbrechung der Textbox mit der Oma war wichtig, denn nun können wir aus dem Fight wegteleportieren. Öffnet eure Karte und teleportiert euch zum Schrein. Das ist auch der Grund, warum ihr ihn aktivieren solltet. Seht ihr nun, wie alle vorherigen Schritte ineinander greifen? Dort angekommen, wieder die Karte öffnen, denn nun können wir mit X die Karte rauszoomen und uns überall hin teleportieren. Wir gehen nun zum Spähposten. Und was soll ich sagen, Freunde? Jetzt gratuliere ich euch ganz herzlich zum Erlangen des OP-Master-Schwerts. Wie ihr seht, ist das Master Sword nun in seinem permanent erwachten Zustand. Jetzt könnt ihr die Fusion auch entfernen und eine andere ranmachen. Ihr seht, man kann damit auch schlagen und so weiter. Speichert jetzt bitte nochmal und ladet den Safe, damit ihr auch sicher geht, dass alles nun klappt. Sechstens, die Nachteile des Glitches.
Ja, Freunde, bei diesem Glitch gibt es auch Nachteile. Und zwar haben wir da einmal den größten von allen. Das Master Sword ist jetzt dauerhaft im erwachten Zustand, hat unendlich Haltbarkeit und macht durch Permacrit doppelten Schaden, aber das nur, solange Phantom Ganon im Schloss am Leben bleibt. Das bedeutet, wenn ihr den Phantom Ganon eben aus dem Schloss töten solltet, dann bricht der Glitch für immer ab. Des Weiteren befreit der Glitch Phantom Ganon aus dem Schloss. Mit anderen Worten, wenn ihr zum Schloss geht, wird er rauskommen und euch jagen. Solltet ihr dann als Fluchtmethode nicht wegteleportieren, sondern laufen, dann wird er euch weiter darüber hinaus verfolgen, so Richtung Rund des Grabens vom Schloss. Und als letztes ist es so, dass jedes Mal, wenn ihr eure Konsole startet und zum ersten Mal einen Spielstand mit diesem OP Master Sword ladet, eine Textbox kommt, die euch zurück in den Thronsaal zum Bossfight sendet. Klar, hier könnt ihr das Game pausen und denselben Spielstand nochmal laden, dann kommt ihr ganz normal da raus, wo ihr wart und alles ist gut, aber das passiert jedes Mal, wenn ihr eure Konsole startet und das erste Mal einen Spielstand ladet. Versteht mich bitte nicht falsch, abgesehen davon, dass man am Anfang immer dahin TP't wird und man nicht in die Nähe des Schlosses kommen sollte, wenn man nicht will, dass der Sack einen verfolgt, funktioniert alles gleich. Ihr könnt frei in den Untergrund, auf die Inseln, den Endboss des Games besiegen, heck, alle anderen Phantom Ganons außerhalb des Schlosses töten, wirklich alles. Das ist definitiv nichts, was ich auf meinem Hauptaccount machen würde, also erstellt euch gerne einen neuen Account extra für dieses Schwert. Enorm viele feiern dieses Schwert und das Phantom Ganon euch verfolgt, weil das mehr so ein Endboss-Vibe gibt, also mache ich dieses aufwendige Video natürlich gerne für euch. Jetzt die anderen Monster zu slayen ist halt einfach mies geil. Ich meine, schaut euch mal die HP-Bar des Endbosses an. Leunen schmelzen auch wie nix. Das bockt schon enorm. Schreibt auch gerne einen lieben Kommentar an den Sponsor FlexiSpot in die Kommentare, denn eines kann ich euch versprechen, das Projekt war so unverschämt aufwendig, dass ich mir sicher bin, ohne die Unterstützung der Brüder und Schwestern von FlexiSpot hätte ich das nicht getan und wenn sie sehen, dass die Community sie willkommen heißt, dann sind weitere Riesenprojekte garantiert. Und wenn ihr daran interessiert seid, die allerbeste Rüstung in ganz Tears of the Kingdom zu bekommen, das sogar komplett ohne irgendwelche Glitches, dann schaut euch genau jetzt unbedingt dieses Video hier an. Denn in diesem Video habe ich mit meiner Community alle Rüstungen in ganz TOTK verglichen und ich kann nur sagen, mit den Ergebnissen hatte wirklich keiner gerechnet. Ich glaube das bis heute nicht, dass der Fetzen gewonnen hatte. Wer das verpasst, ist wirklich raus. Damit vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe euch im nächsten Video.